Also, ihr habt es bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich stelle euch heute das Evolve 265 Flex Headset von Jabra vor. Und zwar habe ich das gute Teil mittlerweile seit ein paar Monaten im Einsatz und kann euch dadurch die Vor- und die Nachteile sagen. Ich habe es nur wieder eingepackt, dass es einfach schön ausschaut. Das ist auf jeden Fall die Verpackung. Die Verpackung ist ganz schön. Und gut, ich würde sagen, Verpackung ist meistens eher uninteressant, packen wir es aus. Schacht ist auch interessant. Hierin wird es jetzt interessanter. Das ist im Endeffekt diese Box, in der das Headset jetzt drin ist. Dann kurz auf Seiten schauen wir, was noch drin ist. Und zwar ist ein Connect drin. Also hier haben wir einmal diese Sicherheitsanleitung. Und dann haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung, die gar nicht so sinnlos ist. Aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns das eigentliche Teil an. Ich will euch nicht langweilen. Die Tasche ist wirklich schön. Ist so ein Filzstoff. Macht man bloß so auf. Und da kann man auch schon das Headset raus tun. Hier oben versteckt in dieser kleinen Lasche ist doch der USB-Dongle. Im Main-Fall ist das ein USB-C-Dongle. Aber jetzt zum eigentlich Wichtigen. Und zwar schauen wir uns jetzt in der Schnelle dieses Headset von Jabra an. Das ist klappbar. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also vom Design her echt cool. Was auch super ist, sind diese ja, Ohrmuscheln. Die sind sehr weich und sehr angenehm. Und auch der Klang darüber ist wirklich gut. Kann man quasi so ausziehen, klappt man so auf. Und dreht man dann rein und dann kann man es quasi ganz normal als Headset hernehmen. Hier hat man das Mikrofon, das kann man ausklappen und einklappen. Design finde ich wirklich gut, gefällt mir. Polsterung und so weiter wirklich gut. Auch oben, das kann man lange Zeit aufsetzen, ohne dass einem die Ohren wehtun oder dass jemandem der Kopf wehtut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier keine Beschriftung ist. Also, ihr könnt es eigentlich nur vermuten, für was der Knopf eigentlich ist. Keine Ahnung, wieso Jabra das nicht gemacht hat. Auf der anderen Seite ist zumindest der Knopf hier beschrieben. Und auch hier unten sieht man Einschalter und Bluetooth-Verbindung. Warum das auf der zweiten Seite nicht ist, ist mir irgendwie rätselhaft, aber du hast quasi nur ein paar Knöpfe und keiner weiß eigentlich, wieso, weshalb, warum oder für was. Und auch hier außen hast du noch einen Knopf und keiner weiß eigentlich genau für was. Genau, dafür braucht es eben diese Beschreibung und auf der Beschreibung steht Gott sei Dank dann zumindest drauf, was die einzelnen Knöpfe machen. Kannst du ja selber durchlesen, wenn du wollt. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen doof, weil ich bin eigentlich jemand, der Beschreibungen nicht sofort liest und eher das Teil in die Hand nimmt und ausprobiert. Was mir aber noch negativ aufgefallen ist, ist wirklich die Verbindungsstabilität. Also wenn man Musik drüber hört, ist wirklich gut. Der Klang ist wirklich gut für Musik. Wenn man aber jetzt in einer Konferenz ist, habe ich es immer wieder gehabt, dass die Verbindung vom Mikro ausfällt, beziehungsweise schlecht ist oder einfach keine stabile Verbindung ist. Immer wieder verstehe mich Leute nicht, beziehungsweise ich verstehe die anderen Leute nicht, die dasselbe Headset haben. Also wir haben das in der Abteilung und testen das seit längerem und uns fällt immer wieder auf, dass aus unerklärbaren Gründen die Verbindung einfach schlecht wird und dass man den anderen einfach nicht beim Reden versteht. Fazit von mir, ich würde es nicht empfehlen. Ich finde es zwar cool, also so zum Musik hören ist wirklich klasse und auch zusammenklappen ist gut, aber wer wirklich ein Headset braucht für Konferenzen und dergleichen, das stabil funktioniert, ist hier an der falschen Stelle. Jabra steht eigentlich für Qualität und ich habe schon viele, viele gute Jabra-Headsets gehabt. Das gehört leider nicht dazu, weil für mich einfach die Funktionalität an oberster Stelle steht. Da kann das ganze Teil noch so cool sein, noch so schön ausschauen und noch so weich sein und super gepolstert sein. Wenn die Verbindung vom Mikro immer wieder unterbricht und eine schlechte Qualität hat, fällt es für mich durch. Wenn es wirklich ein geiles Headset braucht, das gut funktioniert, das hat es mit diesem Plantronics immer noch sehr gut beraten. Ich habe das ja schon mal vorgestellt. Das funktioniert, das hat keine Abbrüche, da habe ich nie Probleme damit. Das kann ich auf jeden Fall immer noch empfehlen. Und ja, ansonsten schauen wir, was sonst noch die Zeit bringt. Ich hoffe, ihr habt damit helfen können. In diesem Sinne, macht es gut, ciao und servus.